So, also viel Spaß euch, Bis gleich. Factory, let's go. Viel Spaß. Genau, meine Damen und Herren, wir spielen jetzt eine Runde auf Factory und. Gleiches Loadout wie auf Customs letztens mit der MDR. Ja, mit ein paar mehr Scavs auf hoch und mit 5 Spielern, das wird lustig. Viel Spaß hier. Ach Gott, 20 Sekunden, ey. Haben die Leute Zeit bei dem Game oder was? Ja, ich bin bereit geboren, ey. Meine Fresse. Und ich habe einen 200er Ping. Besser könnte es nicht werden. Oh je, gut. Ist meine Waffe vollautomatisch? Ist die erste Frage. Jetzt ist sie vollautomatisch. Oh! Gut, ich habe schon mal einen Bot und einen 200er Ping. Oi! Schon Skeffs hier. Wir spawnen wahrscheinlich alle jetzt relativ nah beieinander. Extract ist wahrscheinlich die beste Taktik. Full Auto ist. Oh. So, komm, mach hier hin. So geil. Ich kämpfe jetzt einfach hier. Mal gucken, was passiert. Dann würde ich doch einmal hier runter spazieren. Einmal Skeff um die Ecke. Was? Von wo? Hä? Mann, das war wieder eine Scheißrunde. Alter, ich hab nicht gesehen von wo. Ach Mann, das ist doch reine Scheiße. Okay, auf Ex, Alter. Einer kämpft bestimmt die ganze Zeit den Extract ab. Oh, Skeff. Frage ist, stehe ich mich hinter den Container? Oder hinter der Tür? Oh Gott. Okay, ich weiß jetzt nicht, warum ich so einen Ping hab. Eigentlich kannst du keiner. Ich lade nichts runter. Oh Gott. Ja, okay. Ich hab einen Kill. Ja, schlecht. Reconnecten wir mal. Scheiße. Nein. Hallo. Und ich fliege wieder raus. Bitte. Oh. Gut, Tür zu. Das ist ein Spieler. Na, ich hätte mir 2 Flaschen Wodka mitnehmen sollen, tatsächlich. Aber eigentlich wäre es schlauer, wenn ich hinten stehe, oder? Also sowas mag ich gar nicht. Soka!
Boah, das war mal ein Kampf. Okay, da wird noch fleißig geschossen. Wir haben noch 11 Minuten. Sieht gut aus. So, heilen wir uns erstmal. Komm, mach schneller. Ja, selber. Und noch zwei Beine. Da drüben schießt auf jeden Fall noch jemand. Oh, ich bin so ein dreckiger Camper. Und wir laden mal wieder ganz schnell nach. Klick, klick, klick. Beende mein Leben bitte. Das ist echt so billig. Ich komme mir echt so billig vor. Warum sind jetzt schon wieder so ganz viele da oben rum und warum sind... Ja, gut, okay. Holy fuck. Den habe ich überhaupt nicht gekommen hören. Alter. Zumindest viel zu spät. Spieler. Oder Skev. Uiuiui, das ist eine Skev-Party hier. Geil. Gut, ich komm trotzdem da. Deus macht der Tür auf, schießt mir in den Kopf und dann. Das wäre nicht gewesen, ne? Stimmt's, Tat? Das würdest du doch tun. Wenn du dann noch lebst. Jetzt sind wieder ein paar gespawnt, glaube ich. Gut, schön. Man kommt halt gar nicht zum Spiel, weil man halt immer die ganze Zeit beschissen getroffen wird. Jemand ist auf jeden Fall oben drüben. Ich würde sagen, bei der offenen Halle. Tut mir erstmal den guten hier. Okay. Ja. Ach, das ist der gute Philipp. Boah, da oben rumrennen wäre theoretisch richtig gut, das wird halt keiner erwarten. Oh, da ist jemand. Ping's wieder hoch. Unter mir ist jemand. Ist schlecht. Da ist ein Bot. Da liegt einer. Boah, guter Kill. Wer war das jetzt? Aaron, sehr schön. Ach, das hat es auch tot. Oh nein. Das ist bloß noch Aaron übrig. Da kämpft sich jetzt ein Weg hier durch, ja? Ja?
Das ganze Game habe ich jetzt hier rumgekämpft und wofür? Das ist leider auch um die Ecke kommt, ein Headshot kassiert. Der flieht jetzt da rein und ich bin gespannt. Oh, der hat schon damit gerechnet. Oh. Oh, er blutet. Ja, klar, damit gerechnet. Ja, er ist gestorben! Oh nein, der Bär, was für ein Wichser. Sorry. Immer diese fucking Extract Camper, Alter, das gibt's doch nicht! Solche Loser, wirklich! Ja, damit musst du doch rechnen, wenn wir alle ein Exit haben, also echt. Aber der hat doch niemals gewonnen. Wenn er sich seit Anfang an reingestellt hat, hat er keine Escape Kills, dann hat er nicht gewonnen. Doch, hat er, weil ich 0 habe. Naja, aber also, dann hat er trotzdem nicht gewonnen automatisch. Also, guck mal, wie viele Kills hat er extracted? 18 Punkte auf jeden Fall. Was? Was? Ach, wie viel Kills hast du? Ich hab 18, ich hab 17 Scavs und 1 Spieler. Oh, wow, Alter, dann hast du wahrscheinlich gewonnen. Bernd, was war das denn für eine ekelhafte Kacke gerade am Ende? Ja, deswegen regt es mich auf. Es war mir schon klar, aber... Oh. Bernd, deine Aufnahme ist doch bestimmt die spannendste aller Zeiten, oder? Ja. Ich glaube, das wird echt eine spannende Runde. Also wirklich 17 Scavs und ein Spieler, das war schon lustig. Also ich hab nur 5 Scavs und einen Spieler, dementsprechend geht schon mal klar an Aaron, glaube ich. Bernd, die Frage ist, wie viele Scavs hast du? Ja, das ist eine Frage. Er hat null Experience Points, guck's doch an. Damit würde ich sagen, hat der Aaron wahrscheinlich Haus hoch gewonnen. Wie sieht's bei dir aus, Philipp? Ich habe 2 Scavs und dann hast du mich erwischt. Ja. Oh, dann Aaron, verdient, ey. Ich bin 2-mal rausgeflogen die Runde, weil ich Lex hatte irgendwie. Das war richtig krass. Ich bin froh, dass mich da keiner gefunden hat. Ich habe mich aber gewundert, warum halt die ganzen Scavs noch da waren. Ich bin halt fast nur gegen Scavs. Ich habe genau. Die ganze Zeit gegen Scavs. Dann kam bloß Thaddeus auf einmal um die Ecke geschlittert. Aber ansonsten waren halt überall nur. Na, ich wollte halt wieder den pushen, der da rumrannte. Ich habe dich nämlich in das Zelt stehen sehen. Ich würde sagen. Ciao! Ne? Kurz Abmod. Genau, also vielen Video. Dank für die 2. Runde. Ich denke auch, das wird lustig zu schneiden und bis bald mal. Tschüss.